Hallo, am 4. August 2020. Ja, seit meinem letzten Beitrag hier sind wieder ein paar Tage vergangen. Ein Wochenende lag dazwischen. Da ist jetzt meinerseits nicht allzu viel passiert, aber man kann sehen hinter mir, das Haus nimmt Form an. Es sind jetzt eben auch, geht jetzt im Obergeschoss eben im gleichen Tempo weiter. Und das Obergeschoss soll jetzt eben in den nächsten Tagen bzw. im Laufe der nächsten Woche fertiggestellt werden. Auch da kommt ja dann nochmal eine Betondecke drauf. Und dann wäre der Rohbau jetzt plus minus das Dach eben sogar schon abgeschlossen. Ich stehe diesmal hier tatsächlich schon auf unserem Grundstück hier vor dem Haus. Und ich glaube, zum ersten Mal in der ganzen Bauphase steht das Material, das zukünftige, das noch verarbeitet werden muss, auf unserem Grundstück, anstatt das hier irgendwie an den Nachbarsgrenzen oder an den Nachbarsgrundstücken hier eben zu deponieren und zwischenzulagern. Einfach weil jetzt hier mittlerweile Platz ist. Hier war ja so ein ganz großer Erdhaufen, der ist immer noch groß genug, aber ein bisschen kleiner. Der Untergrund hier wurde ja verdichtet, mit Sand aufgeschüttet und jetzt haben wir hier einfach ein bisschen Platz. Und sobald das verarbeitet ist und der Rohbau eben abgeschlossen ist, kann man hier um das Haus herum tatsächlich einiges deponieren. Und dementsprechend hat man jetzt hier auf dem Grundstück eben mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen. Ich nehme euch mal mit in das Haus selbst. Ich war selbst noch nicht oben und dann schauen wir uns einfach mal an, was sich dort jetzt eben in den letzten Tagen getan hat. Hier ist eben die Südseite oder die Seite, die am meisten im Süden, Richtung Süden ausgerichtet eben ist. Wenn ich jetzt hier so ins Erdgeschoss gucke, denke ich, ist hier nicht allzu viel passiert. Also das sieht doch sehr bekannt aus für mich jetzt. Die Anzahl der Stützen oder so hat sich, glaube ich, nicht verändert. Und das Ganze ist eben nach wie vor hier noch abgestützt. Eine kleine Änderung, die ich gerade sehe, ist hier diese Lüftung, dieser Lüftungsdurchbruch, der Deckendurchbruch für die Lüftung hier. Da war ja ein Styrodurklotz noch drin, der wurde entfernt. Vermutlich trifft das jetzt dann auf alle Durchbrüche hier zu. Also auch hier war beim letzten Mal eben noch was eingespannt, um den Beton zu formen, beziehungsweise auch hier nochmal. Und all das wurde entfernt. Auch hier im Hauseingang befindet sich jetzt eben keine Stütze mehr, also keine, die direkt diesen Türsturz hier abfängt. Da war ja davor etwas gestanden, sodass man hier nicht die volle Breite der Tür nutzen konnte. Mittlerweile ist das aber der Fall und es gibt jetzt hier nur eine Stütze, die vermutlich auch schon entfernt werden könnte, die hier nochmal so ein Kantholz rein oben hält, das wahrscheinlich da eingespannt worden ist, einfach um den Austritt von Beton an der Stelle zu verhindern. Eine Veränderung hat sich jetzt hier im Treppenhaus ergeben. Und zwar gibt es ja hier diese Öffnung in der Betondecke. Da kommt dann nur das Treppenhaus sich nachher befinden, beziehungsweise halt die Treppen selbst. Und man kann sehen, dass es jetzt hier schon wieder zugedeckt, ähnlich wie es ja eben auch im Erdgeschoss der Fall ist. Hier sieht man jetzt auch ganz gut, wie das funktioniert. Es gibt hier eben diesen Metallträger, der ist liegt hier wirklich ziemlich flach auf, links so wie rechts, wird er eben auf die Betondecke gelegt. Dann senkrecht weggehen davon gibt es ein Holzbrett, das dann da hinten wiederum aufliegt. Und wiederum senkrecht dazu liegen dann halt die breiteren Holzbretter auf denen man sich dann bewegen kann und die dann halt das Ganze ein bisschen gemütlicher und weniger gefährlich machen, da es dann nur noch, wie in diesem Fall hier unten, eben diese kleine Öffnung gibt, um zum Beispiel in den Keller zu gelangen. Und auch hier auf dem Weg nach oben ins Obergeschoss hat man jetzt mitgedacht, hat jetzt hier an dieses Brett nochmal ein Kantholz verschraubt, einfach damit die Leiter hier nicht abrutschen kann. Also die ist jetzt hier sozusagen verkantet und das macht es natürlich weniger gefährlich, hier hochzuklettern. Das ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn diese Holzbretter, das wird man vielleicht nicht so richtig sehen können, aber all das ist halt doch eine wackelige Angelegenheit, nicht notwendigerweise irgendwie gefährlich oder instabil, aber ja. Die ersten Male hat man da doch ein bisschen Bedenken gehabt. Irgendwann gewöhnt man sich dran und hier ist das jetzt ein bisschen nochmal abgesichert und man kommt jetzt über diese Leiter eben ins Obergeschoss. Ich bin jetzt hier oben im Obergeschoss und wow, ist das hier zugestellt mit Material und Werkzeug. Also zum einen, ich glaube oder ich bilde mir ein, dass diese Säge hier ausgetauscht wurde, also zuvor war da ein anderes Modell gestanden. Ich glaube, das wurde entweder ganz ordentlich geputzt oder das ist ein niegelnagelneues. Keine Ahnung, was da der Hintergrund ist, werde ich versuchen herauszufinden, interessiert mich selbst. Aber auch sonst, ansonsten kann man eben sehen, dass sich hier einiges geändert hat. Das letzte Mal war ja in jeder Ecke eine Palette mit Ziegelsteinen eben gestanden, aber das wurde jetzt hier auch nochmal deutlich aufgestockt. Also man kann hier sehen, wie viel Ziegel, Material, Mörtel, alles steht hier eben recht dicht beieinander. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, hier seine Leerrohre irgendwie abzudecken. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass da irgendwie keine Palette dagegen oder drauf kommt, weil hier ist ein Austritt, da ist ein Austritt. Die beiden sind weniger kritisch, aber auch hier hinter gibt es ja nochmal einen Austritt. Und ja, die sind halt
für die Bauarbeiter natürlich irgendwie ein Weg und ein Hindernis, für mich aber essentiell. Man kann schon sehen, wie eng hier das zugeht. Und da muss man ein bisschen auch hoffen tatsächlich, dass da nichts übersehen wird. Man kann auch sehen, hier zum Beispiel, da ist ja dieser Styroporblock eingesetzt für den Schacht, mit dem wir hier eben gearbeitet haben. In dem Beton verlaufen ja all die Leerrohre, also zu den einzelnen Austrittsstellen, die kommen hier an, zeigen dann nach unten oder gehen halt nach unten weg in das Geschoss darunter, im Erdgeschoss, hängen die aus der Decke heraus. Und das wurde jetzt markiert, weil man hier nichts abstellen sollte oder auch nicht laufen sollte. Also so ein bisschen aushalten könnte es das, aber das ist natürlich eine Gefahr, das ist nur Styropor. Und am Ende des Tages kann das natürlich durchbrechen, wenn man das jetzt stark belasten würde. Ansonsten sehen die Mauerarbeiten hier eben sehr ähnlich aus wie auch schon im Erdgeschoss. Man fängt da mit den Außenwänden an. In diesem Fall ist die jetzt schon ungefähr auf halber Höhe. Dort, wo man eben später Wände senkrecht weglaufen lassen wird, arbeitet man mit diesen Lochbändern, die das dann halt irgendwie auch nochmal verstärken. Die sind hier eingearbeitet. Das ist zum Beispiel hier der Fall. Beziehungsweise auch hier wäre das der Fall. Und ansonsten versucht man halt hier einmal herum, um das ganze Geschoss zu mauern. Die unterste Reihe ist auch jeweils schon gesetzt und muss dann halt die Steine oben drauf setzen. Was vielleicht besonders interessant ist in diesem Geschoss, und das unterscheidet sich im Vergleich zum Erdgeschoss, ist ja diese Konstruktion mit diesem Stahlstab hier in der Ecke. Bin mir nicht sicher, ob das schon Teil tatsächlich des Ringankers ist, beziehungsweise das ist einfach hier im Obergeschoss nochmal in der Ecke verstärkt. Also da hat man eben diese massive Metallstange. Ich kann mir vorstellen, das ist irgendwie schon sowas Richtung 2 cm vom Durchmesser. Die hat man hier mit einbetoniert in die Geschossdecke. Die war ja hier auch noch temporär fixiert, damit sie halt halbwegs senkrecht nach oben rausschaut. Mittlerweile braucht es dieses Provisorium nicht. Aber man kann sehen, das wackelt doch ganz gut in dem Fall. Das ist ja noch nicht weiter verstärkt. Und in der Ecke setzt man halt diese C- oder U-förmigen Steine. Und wird das sicherlich dann mit Beton verfüllen von oben, sodass eben die Ecken oder die Hausecken hier im Obergeschoss tatsächlich betoniert werden im Inneren. Und das gibt dann im Ganzen nochmal zusätzlichen Halt. Auch hier gibt es im Treppenhaus wieder ein interessantes Detail. Und zwar sind die Außenwände hier, wie in diesem Fall, 24 cm stark. Im Treppenhaus hingegen 30 cm stark. Das war ja auch schon im Erdgeschoss so. Mittlerweile ist mir auch der Grund bekannt. Ich hatte ja zuvor angenommen, dass das irgendwie statische Gründe hat. Dem ist aber gar nicht so. Sondern das hat die Bewandtnis, dass es im Keller, die Außenwände im Keller, diese betonierten Fertigelemente, die sind eben 30 cm stark. Das Treppenhaus zieht sich über alle Geschosse und wenn man da jetzt eben keinen Vorsprung oder keine Kante haben möchte, muss man das halt angleichen an die Stelle im Keller, die eben 30 cm stark ist und kann das dann erst wieder weniger stark machen, wie in diesem Fall die 24 cm, wenn es halt eine Wand gibt. In diesem Fall wird es ja hier eine Wand weggeben und dann fällt das eben nicht weiter auf. Aber zumindest hier im Treppenhaus selbst muss man eben mit 30 cm arbeiten, wie es eben das Kellergeschoss vorgibt, mehr oder weniger. Hier in dieser Ecke sieht man auch wieder zwei interessante Details. Zum einen halt diese Eckkonstruktion mit der Stange, die hier mit dem Stahl, das eben nach oben geht. Hier sind jetzt in dem Fall schon mehrere Reihen sind gesetzt worden und man kann eben diesen Hohlraum sehen, den es um diese Stange herum gibt. Und all das wird halt mit Beton verfüllt werden, sodass man hier wirklich ein massives Stahlbetonkonstrukt hat. Des Weiteren gibt es hier einen Schacht. Den gibt es in fast allen Räumen, in mehreren Räumen hier im Obergeschoss. Und zwar ist das so, dass die Belüftung hier im Obergeschoss ein bisschen anders funktioniert. In den Geschossen unter uns kommt das ja über die Decke. Also hier gibt es jetzt zum Beispiel einen Deckendurchbruch. Das heißt, die Lüftungsrohre werden hier in diesem Geschoss verlaufen und an der Stelle ins Erdgeschoss eben nach unten geführt. Und dann wird hier die Zuluft in diesem Fall zugeführt. Im Obergeschoss läuft das ein bisschen anders, da kommt das eben nicht über die über uns sich befindliche Geschossdecke später, sondern das wird über die Wände hier in dem Fall geführt. Also dieses Rohr wird dann an der Stelle sozusagen hier einen Abzweig nach unten machen, geht dann hier weiter in die Wand hinein und geht dann hier eben nach oben. Ich weiß gar nicht wie hoch, ich glaube 1,50 Meter, 1,80 Meter oder irgend sowas. Und da ist der Hintergrund folgender, und zwar ist das Dachgeschoss selbst ist eben von der Wärmedämmung her nicht so gut wie jetzt hier im Erdgeschoss. Also das ist eine Kaltzone oder zumindest ist das jetzt eben nicht ausgelegt als Wohnraum. Das wird auch nicht weiter gedämmt. Und dann hat man halt das Problem, wenn man die Rohre nach oben führen würde, dass das da sich Kondenswasser bilden könnte und so weiter, weil es halt kälter ist. Das möchte man vermeiden. Auch die Leitungsführung, es wird länger, es könnte komplizierter werden. Und in dem Fall im Obergeschoss macht man das halt über die Wände. Hier läuft man dann in der Wand in etwa 1,50 Meter, wie
gesagt, nach oben. Und dann befindet sich dort der Austritt oder diese Düse für die Lüftungsanlage. Und was sich hier jetzt auch noch getan hat im Obergeschoss, ist dieser Überzug. Der war beim letzten Mal noch eingeschaltet. Die Schalung hat man auch hier entfernt. Und jetzt kann man eben sehen, was für eine Stahlbetonkonstruktion man auch hier wieder hat. Also das ist hier wirklich massiver Beton. Da rüttelt und tut sich gar nichts. Da ist innen drin eben eine Menge Stahl eingearbeitet. Und das hilft eben bei der, ja, bei der Statik im Erdgeschoss unter uns. Das ist eben eine relativ große überspannte Fläche. Und daher war an der Stelle eben so ein Überzug notwendig. Weitere Arbeiten sind hier durchgeführt worden. Das ist natürlich nur ein Detail, aber auch das ist mir jetzt in dem Fall aufgefallen. Und zwar gab es ja beim letzten Mal hier noch, war das gesamte Geschoss, die Geschossdecke eben noch eingeschalt. Um das, in die gesamte Geschossdecke herum verliefen ja diese Holzbretter, die eben den Beton hier geformt haben. Das wurde entfernt, deswegen gibt es jetzt hier auch diesen Abstand zwischen eben Außenwand und dieser Metallkonstruktion, und man kann sehen, man hat jetzt hier jetzt diese saubere Betonierkante. Und etwas anderes hat sich hier noch verändert, nämlich etwas, das sich direkt über uns befindet, und zwar der Kran. Also man kann es jetzt hier ganz gut sehen, der macht diesen Knick. Ich habe keine Ahnung, ob hier schon damit begonnen wurde, diesen irgendwie wieder einzuklappen. Das würde mich wundern, ein bisschen, was es ja hier doch noch dennoch zu tun. Aber man kann ja hier deutlich sehen, dass der eben ungefähr in der Mitte hier schon eingeklappt worden ist oder angefangen wurde, diesen einzuklappen. Auch da weiß ich leider nicht, was das für einen Hintergrund hat. Ich gehe aber davon aus, dass der hier noch ein paar Tage stehen muss. Man hat, sieht ja auch unten das Material noch. Das wird vermutlich alles hier nach oben befördert werden müssen, was vermutlich. Ja, ansonsten geht das Ganze jetzt hier halt so seinen Gang. Da ist jetzt wenig Überraschendes dabei, wenn man jetzt im Erdgeschoss schon mit dabei war. Also im Detail gibt es ein paar Arbeitsschritte, die vielleicht anders sind, mit den Ecken, mit dem Überzug und so weiter. Aber im Großen und Ganzen läuft es jetzt hier halt analog ab zum Erdgeschoss. Sobald das Geschoss eben abgeschlossen ist, das ist das letzte Geschoss, das letzte bewohnte Geschoss, das, auch da kommt nochmal eine Betondecke drauf. Und spätestens dann, also dann fehlt nur noch das Dach, und dann, spätestens dann ist man eben mit dem Rohbau hier fertig. Parallel dazu arbeite ich hier im Keller, und ich werde jetzt die Tage auch im Erdgeschoss damit anfangen, eben die Rohinstallation für die Elektro, für die Elektrik machen. Also ich plane da insbesondere eben die Position der Dosen, messe das aus, zeichne das ein, bohre die Dosen aus. Das ist allerdings mit so viel Dreck und Krach und Lärm vor allem verbunden, dass das irgendwie für die Kamera nicht ganz so interessant mir bisher erschien. Ich werde dann auch dort das Zwischenresultat, bevor das dann eben verputzt und eingegipst wird und so weiter, werde ich das präsentieren. Ich erwarte jetzt auch, dass die Mauernotfräse in den nächsten Tagen eintrifft, sodass ich dann wirklich auch neben den Dosen dann die Kanäle zu, für die Leerrohre eben fräsen kann in, der, in die Wand. Und da werde ich sicherlich den ein oder anderen Einblick euch gewähren. Aber grundsätzlich, ja, mit so, wie gesagt, mit dem Dreck und mit dem Lärm war das jetzt bisher, erschien mir das nicht so interessant. Ansonsten melde ich mich in den nächsten Tagen hier wieder. Der Zeitplan hier für dieses Geschoss ist jetzt so roundabout halt nächstes Wochenende, dass die Geschossdecke dann gegossen wird. Also man hat jetzt hier so 7 bis 10 Tage Zeit pro Geschoss einfach für die Außenwände, Innenwände und dann die Vorbereitung schon wieder der Betonierarbeiten. Und dann wäre das Thema mit den Geschossen und mit den Mauerarbeiten erstmal durch. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.